So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun wollen wir hier wunderbar durch dieses Rohr fliehen. Werden uns jetzt mal ducken und hier reingehen. Haben nur noch vier Kugeln. Was sehr traurig ist. Zumindest mal für das Jagdgewehr. Sind nun an einem riesigen Haus angekommen. Haben keinen blassen Dunst, wo wir sind. Da muss ich hin. Und da Halte muss durch, er hin. Joel. Da muss sie hin. Na, dann ist es schon mal gut, ne? In die Richtung. Logisch, die andere geht nicht. So. Gibt es hier ein paar Babsäcke? Ich sehe jetzt mal keine. Oh, Scheiße. Ah, ich sehe ein paar Babsäcke. Wunderbar. Wie viel sind's? Ich sehe jetzt momentan nur Wo bist einen du, du Babsack. Dreckstück? Nein, sind doch zwei. Alter, halt mal still. Zwei. Mal ein bisschen schneller heilen, Mädel. Das hier ist kein. Bleib da mal stehen. War mir so klar. Was eine Nudel. Sag mal, du hast aber Flöhe im Arsch, oder? Ohne Scheiß. Oh, Scheiße. Oh Gott, da ist ja noch jemand. Eieiei. Da ist ja noch eine. Sag mal, was geht denn da ab? Halligalli oder was? Scheiße. Drecksack. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ein Haufen Lunz hier. Ist ja voll die Party im Gange. Rübergesprungen wie eine Gazelle. Ja, Leute, war es das jetzt eigentlich? Mal stark danach aus, ne? Ich gehe einfach mal ganz fies fett davon aus, dass da jetzt keiner mehr kommt. Nur Vertrauen tun wir nicht, ne? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oh, ein Snowmobil. Wie komme ich hier raus? Wie hier rauskommst. Dreht das Fenster da unten hin. Hallo. Hier ist ja richtig cool, ne? Mann, ich will ein Snowmobil fahren, aber ich glaube, es hat keine Ketten drauf, so wie das aussieht. Ah ja, aha. Ich will hier nicht festsitzen. Was war da drin? So.
da. Nun? Oh, scheiße. Schreckt mich da nicht selber, das ist ja. Vielleicht nur, dass wenn hier welche drin sind. Dass es nur. Ja, vielleicht nur von den Typen sind. Oh, wo geht's hier raus? Erstmal da oben gucken, weil vielleicht finde ich hier noch was Gutes. Nix Dolles. Nix Wichtiges hier. Ich würde mich interessieren, ob ich da hinten überhaupt rauskommen würde. Nö. Aber dafür mal hier noch ein bisschen Material. Immer schön Medikits herstellen. Das ist wirklich nützlich, habe ich bereits festgestellt. Was? Schrotflinte? Alles leer, klasse. Also müssen wir jetzt ganz auf unsere kleine, kleinkalibrische Waffe vertrauen. Und noch Medikits, am besten so viel Medikits wie möglich herstellen. Weil die kleine ist halt nicht so ganz so tough wie Joel oder Joel oder Jill, wie immer das ausgesprochen wird. Verdammte Kacke. Ja. Oh, mieses Arschloch. Jetzt sagen wir, jetzt hat eine Flasche verloren. Ist der besoffen oder was? So. Ach du Scheiße. Ist nicht cool. Gar nicht cool. Jetzt bin ich jetzt die Drecksau. Da schleicht er rum. Ich spüre deine Aura. Verdammt. Der hat schon. Der sitzt schon ziemlich hässlich da. Den kann ich nicht einfach so erwischen, die Sau. Muss ich vermutlich erstmal so. Rauslocken. Sag mal, wollte mich alle verarschen, hat keiner mehr Munition von den Jungs oder was? Alles Penner sind das Penner. Oh, noch ein Medikit. Geht nicht, aber ein Molotov. So. Nein, wir schmeißen jetzt keinen Molotov. Und nun? Sitz mal hier, ne? Ja, mal auch die Fronttür auf. Hallo. Jawohl! Halt still! Penne. Ich rette dir das Leben! So ist gut. So ist gut. Verdammt.
Das ist ein Pisser. Ein richtiger. Auch wieder Kannibalen oder was? Wollen die mich verarschen? Noch ein paar Lädeln zu The Walking Dead gibt's auch nicht, ne? So. Wie fühlst du dich? Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Warum bloß? Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Gut. Wir müssen für uns selbst sorgen. Und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Tja. Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Ist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Will der mich verarschen? Oh Mist! Du dummes kleines Miststück! Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sag ihnen, Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Gut. Das ist natürlich wunderbar. Ellie. Alte Knacker wacht auch mal wieder auf. Alle Knacker wird abfahren, Wagge. Wo hat er jetzt bitte eigentlich direkt die ganzen Waffen wieder her? Cool. Ist klar, gehen wir Annie rausholen. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.